morgens aufwachen und dann nicht richtig sehen kann. Das ist ein Gefühl gewesen, als wenn ich ein Spinngewebe vor den Augen hatte. Wir waren ja erst 9 Tage in Spanien in Urlaub und hatten uns gerade eingewöhnt. Und dann nach Hause zu fliegen, ist natürlich eine bittere Pille, die man schlucken muss. Herr Grünewald hatte eine Netzhautablösung am linken Auge, was eine für das Sehen sehr dramatische Erkrankung ist. Meine Sorge war im Prinzip, dass ich erblinde auf diesem Auge, weil ich auf dem rechten Auge schon die Erfahrung hatte von einer Netzhautablösung. Eine Netzhautablösung kommt dadurch zustande, dass Löcher sich an der Netzhaut bilden. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, wie altersbedingte Veränderungen. Auch Patienten, die stark kurzsichtig sind, sind Risikopatienten für diese Erkrankung. Und dann kommt es eben zu einem Einströmen von Wasser unter die Netzhaut, was dann zu einer großflächigen Netzhautablösung führt. In Hamburg bin ich dann wieder abgeholt worden vom Airport Richtung Klinik und dort habe ich dann gleich die Aufnahme gehabt, Aufnahmeuntersuchung und nächsten Morgen war auch gleich die OP. Herr Grünewald kam ja mit einer Sehschärfe von nur noch 3% an dem linken Auge. Das rechte Auge war durch Voroperationen schon nur noch bei 20%, sodass, wenn wir hier nicht einen guten Erfolg erzielt hätten, der Patient hochgradig sehbehindert geworden wäre. Und durch die Operation haben wir es geschafft, die Sehschärfe wieder auf 80-100% zu steigern. Und damit durfte ich Auto fahren. Und dann fällt nur ein kleiner Stein irgendwo runter und doch plumps. Und man kann weitermachen, da wo man aufgehört hat. Und das war wichtig für mich.